guck mal, na. Da steht da mal eben hier so eine Sense vor der Tür. Alter. Die steht doch aber auch schon hier wieder Jahrzehnte leer, ne? Guck dir mal dieses Mauerwerk an, was da die Steine schon rausgebrochen sind. Eieieiei. Oh, wie schön sieht. Oh, guck mal hier, kannst du hier reingucken. Ah, auf der anderen Seite ist der Eingang, da kann man sehen. Überall wachsen die Bäume raus. Ist das krass. Oh, vielleicht kriegen wir noch ein bisschen was von der Verglasung zu sehen, von innen, von den schönen Fenstern. Voll am Stolpern, ne? Da um die Bäume, da ist unglaublich, wie die Bäume da rauswachsen. Hier ist der Eingang. Wo ist er? Hier ist bestimmt schon einer durchgekracht. Wollte mal eben sich hier draufstellen, ist bestimmt einer schon durchgekracht. Warte, ich gehe mal zuerst rein. Kopf runter. Perfekt. Jawohl. Guck mal hier. Das sieht so aus, als wenn hier so eine Wohnung gewesen ist oder so. Ist die hier? Gut, erstmal hier den Boden checken. Jetzt habe ich gedacht, hier wird noch irgendwie so ein alter Sarg oder sowas stehen. Ach, die haben von hier, haben sie das da vorgestellt. Das ist doch ein Pfarrhaus mit Kirche. Also siehst du, guck mal, hier ist die Küche. Hier hat der Pfarrer wahrscheinlich dann hier gewohnt. Hier so ein, da früher hat man damit Kohle nach oben geholt, aus dem Keller, aus dem Kohlenkeller. Da wurde das in den Ofen reingeschüttet. Boah, krass. Hier hat richtig der Pfarrer gewohnt. Oh, ich werde ja nicht mehr. Guck mal, hier noch so einen alten Boiler hier an der Wand. Krass, und oh, guck mal hier. Geht's rein hin? Hier. Oh, guck mal. Was für ein Hammer. Mein Spülkasten da. Der Boden nach. Wir sind in der Kirche, aber das sieht aus, als wenn da hier eine Wohnung gewesen ist. Guckt halt mal an da. Ich verstehe die ganze Sache nicht. Aber das ist keine Kirche mehr gewesen hier.
mal hier, was die Türe gedämmt haben hier. Alter. Ui, wie krass ist das? Gern will ich folgen, liebster Herr, du lässt mich nicht vergeben. Ob das legal war, man weiß es nicht, was die sich hier so. Nee, guck mal hier, die haben die Fenster mit Schaumstoff, haben die hier zugemacht, mit richtig dickem Schaumstoff. Ja, hier geht's dann weiter. Hier musst du dann ein bisschen. Ah, hier muss man durch. Und dann geht's da hoch. Aber wohin geht's da? In der Kirche. Okay. Pass auf, der wackelt ein bisschen der Stuhl. So eine Kirche habe ich auch noch nie gesehen. Nein. Das war unten die Wohnung hat. Guck mal, komm erstmal da runter. Zur Zeit Christi. Alter, was ist denn hier jetzt? Wandkarte zur biblischen Geschichte. Alter Schwede. Boah. Also so ein altes Ding habe ich aber auch noch nicht gesehen, muss ich ehrlich sagen. Zwar echt schon viel gesehen. Ah, ja. Die ist auch immer klasse. Zu gehen, wo Kätzchen ist. Da ist der Kätzchen. Ah, Kätzchen. Sieht mega aus. Kannst du wohl ruhig. Da. Das ist so eine richtige Geheimtüre hier. Alter. Wie krass ist das denn, ey? Das hört sich nicht gesund an. Da oben ist der Glockenturm oder so. Alter. Bitte lass das Ding halten, ey. Ich hab so einen Schiss, ne? Boah, wenn ich hier runter schepper, ne? Ich schepper direkt bis in die erste Etage, bis unten runter, bis zum St. Nimmerleinstag, ey. Alter. Hier ist aber nichts. Wenn ich jetzt umsonst hier hochkraxe bin, der verdammte Scheiße hier, ey. Alter, ich hab gerade hier Glocken oder sonstiges, die Glocken von Rom mindestens, ey. Jetzt muss die ganze Scheiße hier runter, ey. Der Scheiße. Hatte ich noch mal Scheiße heute gesagt? Ja. Alter, guck mal da. Geht das? Wegen deiner Höhenangst? Ja. Oh, pass auf, bitte. Ja. Mann. Ansonsten. Ja. So langsam geht's ja. Check mal wieder sagen. Wenn ich die immer im Gebet für dich sprechen. Ja, wahrscheinlich.
Wenn ich die morschen Balken hier sehe, ne, wird mir ganz anders. Ey. Ja, das ist ganz cool hier. Oh, schnell hier runter. Ey. Das Schlimme ist, ich habe gedacht, da oben wären Glocken oder so. Nix. Taubenscheiße, verstehst du? Taubenscheiße. Da brauche ich dann ja mit hochgehen. Nee, ich glaube nicht, da hast du nichts verpasst. Hast du schon mal so eine coole Orgel gesehen, die so in Schuss ist? Ist mega, ne? Die sämtlichen Pfeifen, eine Pfeife ist weg, ja. Sonst sind alle da. Das ist einfach. Und die Tastatur gar nicht kaputt gemacht. Und so, ne? Ich war noch gar nicht vorne, ich muss mir nochmal angucken. So. Die Seile sind noch alles da, irgendwie vorhanden und. Alter. Unglaublich. Eine begehbare Orgel, verstehst du? Der ist warm, ey. Die ist so gut erhalten. Oh, wie schön. Ja, fragt sich, wie lange noch, ne? Boah, der konnte die an- und ausschalten? Ja, genau. Da hat die alten Lämpchen da. Noch eine Leselampe. Oh, guck mal, wie schön. Ja, das ist geil. Ist. Aber guck mal, alles schon mit Taubenscheiße voll. Tatsächlich, ja. Hammer. Hier liegen alles die alten Noten. Liegen hier alles. Und dann dieser Dachstuhl mit dem. Aber guck mal da, hier siehst du schon, da ist wohl mal Feuchtigkeit oder was reingekommen oder weiß ich nicht. Guck mal da drüben und auch da, wie das da kaputt ist und alles. Chef, da wärst du unten lang gegangen, guck mal da. Ja, ach du je, oh je. Da brauchst du gar nicht lang gehen. Nein. Ich dachte echt, da wäre irgendwie, könnte man zum Glockenturm oder so. Hier die alten, hier. die hier oben saß, hier die heiße Society, konnte dann hier ihre Jacken aufhängen. Und guck mal hier, ey. Boah, Alter, ey. Ja, aber irgendwo muss ja die Glocke gehangen haben. Die müssen ja eine Glocke haben, die Kirche. Wie soll sie denn die Leute aufmerksam machen, dass Gottesdienst ist? Naja. Aber ich weiß nicht. Ich habe nur in die Tür da. Ich bin nicht nach ganz oben. Aber du kannst ja nicht nach ganz oben gehen. Ja, dann ist sie wahrscheinlich ganz am Ende da. Ja, das kann sein. Das ist zu gefährlich. Ja, also. Boah, wollen wir jetzt hier wieder. Boah, Freunde. Tja, was soll ich jetzt sagen? Ey? Wir klatschen das Geschwitz vor Adrenalin, weil da nach oben und hast du nicht gesehen. Alter Falter. Ey. Etage und unten Wohnungen. Ne? Wenn der Pfarrer unten gewohnt hat, ja, klar, kann ich mir vorstellen früher. Aber guck mal, den Ofen, ne? Das hatten sie, weiß ich nicht, wann hatten sie das? In den 30er Jahre, 40er Jahre, 30er Jahre, ne? Ja, bestimmt. Den konntest du hier oben, konntest du den dann hier, konntest du den so aufmachen? Tafel von dem Ersten Weltkrieg. Alter.
das Ding geheizt. In den Glockenturm rauf, aber ich glaube, nee, das hat keinen Wert. Für mich definitiv nicht, das ist schon so morsch hier alles. Leider gibt es hier ja, weniger Kommentar von uns, weil es sind so viele Leute hier. Wir haben jetzt in einem kleinen Zimmerchen hier verzogen und deswegen gibt es hier viele schöne Szenen mit viel toller Musik. Ja, wollen wir die schon irgendwie wieder was noch nie gesehen im Leben. Eine Kirche in der ersten Etage, unten Wohnungen und das ist eine Sache, das ist ja unglaublich. Wer von euch kennt sowas? Wer von euch hat sowas schon mal gesehen oder war schon mal in so einer Kirche? Jetzt nicht in der, sondern an den intakten. Und das Geile an der ganzen Sache ist, Freunde, man ist hier, hier ist kein richtiger Vandalismus. Hier ist einfach nur natürlicher Verfall. Hier sind keine Fenster eingeschlagen. Hier ist einfach wow, einfach nur wow. Wahrscheinlich war die Kirche auch lange nicht zugänglich hier, bis man da wahrscheinlich hier dieses Holz oder dieses Fenster da gemacht hat. Aber das ist einfach nur traumhaft. Boah, so froh, dass wir noch hier hingefahren sind. Wir wollten jetzt gar nicht hier vorbeifahren. Ja, so eine Kirche, ja, die sieht aus wie alle, aber die sieht nicht aus wie alle anderen Kirchen. Das ist eine Sache. Jetzt sind wir draußen. Man sagt immer so, Kirche, ne? Hm, ja, tralala, hopsasa. Wann ist die gebaut, Kätzchen? 1897. Ja, tu dir da mal rein. Und die sei ein Denkmalschutz. Unter der. Ach, steht unter Denkmalschutz. Deswegen reißen sie dich nicht ab. Oder? Aber das ist aber auch ein einmaliges Bauwerk, weil sowas gibt's doch nicht. Ich habe sowas noch nicht gesehen. Du gehst hier rein, gehst eine Etage höher, dann ist da oben das die Kirche ausgerichtet in der ersten Etage. Da war sogar 1860 erbaut worden. Krass, überleg mal. Wann habe ich gesagt? Also, doch, hast du gesagt. Man ist schon wieder so verwirrt und so. 1860, das ist unglaublich. Also so, na, man sagt immer, okay, eine Kirche, ja, okay. Hier hat man ja auch recht, die sehen alle gleich aus irgendwie, aber die ist einzigartig. Wie früher bei der Walton, so mit den Holzbänken da drin und alles. Und kommt jetzt gleich, wir gehen langsam zum Auto. Lange her. Naja, die muss aber schon lange auf ruhig stehen. Ja. Am 19. Juli 2020 wurde die Kirche profaniert. Ja, da wurde die entkreuzigt, oder wie man das nennt. Oh, ich entmündet. Nee. Nee? Nehmen die das Kreuz nicht aus dem Dings raus? Ja. Oh, habe ich in Borsch mich noch gesagt. Genau. Ist egal. Ihr wisst, was ich meine. Aber es ist keine Kirche mehr in dem Sinne. Ich schreibe in die Kommentare mit Hashtag rein, wie es heißt. Wir sind jetzt, ich habe Blackout vor dem Kopf. Halleluja. Entweiht. Genau, jetzt haben wir es. Ja, bei dem Wetter, ey, da hast du nichts mehr in der Birne drin. Nee, da ist gar nichts mehr drin. Da war auch nie was drin, da soll auch nie was reinkommen. Außer Gürre, wo Doppelbumm ist. In diesem Sinne, Freunde, geht auf den Kanal von Stefan von der Turbex. Ne? Und 1860er Jahre. Keine Werbung, keine Produktplatzierung. Wir sind durch. Wir fahren jetzt noch zu einem Lost Place. Wir sind ja hier auf so einer kleinen Tour hier im Harz. Harzgebirge, wollte ich sagen. Oh! Eieieiei! Alter! Das war von
Jetzt habe ich mal gerade eben 2 Stufen auf einmal genommen. Leck mich am Arsch. Wenn mal Bescheid sagen hat, wenn die da hier runtergehen, ne? Die Döspern. Oder bellen die Hunde da schon in der Ecke. Na. Also, in diesem Sinne, Freunde, ich weiß nicht, ob wir uns gleich nochmal wiedersehen. Wir müssen jetzt erstmal zum Auto gehen. Bleibt sauber gerade und gesund da draußen und wir sehen uns spätestens, sage ich an dieser Stelle schon mal, im nächsten Video.